So, hallo und endlich wieder herzlich willkommen zurück bei Sunkenland. So, Leute, ich muss mich erstmal mega entschuldigen, ja, für die letzten Tage, dass keine Videos gekommen sind. Das hat folgenden Grund. Es ist einfach so, ich habe in meiner Arbeit ein erhebliches Maß mehr Verantwortung bekommen. Das heißt, ich muss auch mehr arbeiten. So, und deswegen, ich kriege das im Moment nicht alles unter einen Hut. Die Arbeit, das Aufnehmen, ist ganz, ganz schwierig. Ich muss auch in den nächsten Wochen ein paar Mal weg auf Fortbildung. Da wird es dann auch sehr, sehr kompliziert mit dem Aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie ich das alles irgendwie vielleicht gewuppt kriege. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin, dass trotzdem zwischendurch immer mal irgendwelche Folgen von irgendwas kommen. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz mega Entschuldigung, dass jetzt die letzten Tage nichts kam. Aber es ist halt einfach so, die Arbeit geht vor, da kommt das Geld her. Und was willst du machen? Ja, du brauchst halt leider Gottes dieses blöde Geld auf der Welt. Ja, und andererseits ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man so eine Beförderung hat. Andererseits, ja, geht damit halt auch, ja, mehr Arbeit einher. Und so ist das leider bei mir jetzt gerade. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir wollten endlich gucken, dass wir den Generator freischalten. Das war grob das, was wir machen wollten. Und dafür wollten wir noch elektronische Teile holen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr hier bei der Polizeistation im Moment, weil da kriegen wir gerade vom Heimjäger auf die Mütze. Ich glaube aber, wir sollten erstmal jetzt kurz nach Hause fahren, ein bisschen was essen und was trinken. Ne? Achso, ja, ich habe gerade eben noch halt mein Zeug eingesammelt, weil wir sind das letzte Mal vom Hai zweimal irgendwie weggesnackt worden. Das habe ich eingesammelt und wo ist denn hier? Insel der Schiffbrücke. Da müssen wir hin, genau. So, das ist mal weggesnackt worden vom Hai zweimal. Ja, jetzt habe ich endlich mein Zeug wieder. Alles wunderbar, alles top. Kommentare, ich weiß, es tut mir leid. Auch da bin ich überhaupt nicht dazu gekommen. Ich entschuldige mich vielmals, Leute, aber ich verspreche es euch, ich werde hier auf jeden Fall nichts machen. Ich weiß, ich habe schon mal versprochen, aber ich komme halt nur ganz, ganz wenig gerade dazu. Es ist leider so. Und wie gesagt, jetzt steht halt auch ein bisschen Fortbildung an und dann so ein bisschen bisschen weiter weg ist, ne, wo ich dann halt auch von zu Hause weg bin und da darf mir auch keiner böse nehmen, dass ich einfach jetzt gerade so ein bisschen mehr Zeit mit Frau Vogelscheuche noch verbringen muss, ja, bevor ich jetzt dann länger außer Haus muss. Ne? Jetzt gucken wir mal. Da sind wir zu Hause, sehr schön, optimal. Ja. Nein, wie gesagt, es ist einfach so, ich will gar nicht weg von zu Hause. Kennt ihr das? Irgendwie, ich bin einfach total gern zu Hause. Ich hoffe, bei euch ist das auch so. Und ihr habt einen Partner, mit dem ihr euch so wohlfühlt, dass ihr gerne zu Hause seid. Und ja, und deswegen will ich jetzt natürlich auch gucken, dass ich noch so viel Zeit wie möglich mit der Vogelscheuche verbringe. So, jetzt gehen wir mal raus. So, hopp. Na. Eine Sekunde. Den nehmen wir auch gleich mit. So, warum bin ich jetzt eigentlich nochmal hier? Achso, wir wollen essen und trinken. Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist einfach. Ich bin so durch immer. Es ist furchtbar. Komm, dann ballern wir uns erstmal hier in den Fischeintopf rein. Ja, der macht eh alles voll. Das ist optimal. Die lassen wir hier, hier, hier und hier. Top. Wunderbar. Ja, Tauchflaschen können wir eigentlich auffüllen, wenn wir schon mal hier sind gerade. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder ein Überfall direkt. Ich werde natürlich auch, wir müssen auch gucken, dass wir mal so ein bisschen mehr Basisverteidigung jetzt machen. Ich habe es gesehen in den Kommentaren, ihr habt es geschrieben. Vielleicht noch ein bisschen mehr Basisverteidigung machen und das werden wir natürlich auch tun. In der Hoffnung, dass die dann halt echt nicht so einfach auf die Base kommen. Ja. Das wäre halt cool. Weil, wenn die dann im Wasser treiben, dann können wir die einfach im Wasser wegsnacken vielleicht. Oh, komm. Nehmen wir nochmal mit. Aber als allererstes will ich jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie unsere Batterien laden können. Damit wir da endlich mal so einen Punkt dran setzen können. Dafür gucken wir auch gleich nochmal, was wir genau brauchen für den Generator. So,
kleiner Generator. Mhm. Also wir brauchen dreimal elektronische Teile, 6 Komponenten und 6 Eisen. Ach, scheiße. Eisenbarren. Könnten wir eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind, gleich nochmal Eisen reinschmeißen, oder? Dann machen wir die Barren mal da rein. Zack. So, zack. Aber mit 2 ist es schon nicht besser jetzt. Ne? Also, es ist wirklich, es geht um einiges schneller schon, wenn man jetzt 2 hat. Naja, ist ja klar, doppelt so schnell. Ist ja logisch. So, komm. Wollen wir schnell noch hier bleiben und 2 abwarten? Ich glaube, es würde Sinn machen. Dann können wir auch nochmal schnell die Flasche hier. Können wir auch nochmal die Flasche auffüllen. Wenn die 2 jetzt gleich fertig sind, ne, dann packen wir einfach nochmal 2 Roherz rein. Und wenn wir dann zurück sind, sind dann die 2 Barren auch noch fertig. Und dann sollten wir aber auf jeden Fall diese 6 Barren haben, die wir benötigen. Ne? Weil ich habe gedacht, wir werden schon wieder überfallen. Ach Gott, das gibt's doch nicht, oder? Eine Sekunde bitte. Alter, wir müssen hier unbedingt, also wir müssen irgendwas machen, dass die nicht einfach nicht raufkommen. Das gibt's nicht, oder? Oh Mann. Und ganz ehrlich jetzt mal, diese blöde Pistole, die ist total für den Arsch. Echt. Scheiße. Ja? Mit der kannst du ja, das, also echt, damit kannst du die Leute draufschmeißen. Das ist ja gut, Mann. Ey, von wo und warum? Weißt du, ich, da wirst du bitte. Oh Gott. Ach du Scheiße, das sind auch schon wieder welche. Ey, das ist doch... ich werde irre, ehrlich. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir irgendwo mitten in der Prärie bauen. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Aber, also das ist halt wirklich... es ist leider so. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie an Pfeilen kommen. Ganz ehrlich, die Pistole ist voll für den Arsch. Jetzt mal ehrlich, ja? Also die taugt aber gar nichts. Warte mal, wir gucken mal. Vielleicht können wir schnell ein paar Algen noch abgreifen. So. Ist hier noch irgendwo eine Alge unter Umständen? Alge, Alge, Alge. Hier gibt es keine Alge, aber wir könnten mal gucken, dass wir da ein bisschen Schrott rausholen schnell. Mann, nervt mich das gerade, ehrlich. So, dann haben wir das hier. Dass wir uns hier ein paar Pfeile machen. Was sind sie denn hier herstellen? So. Ey, ich sag's euch ehrlich. Das ist, ey, es ist schon übel, oder? Es ist schon übel. Aber wir sind halt echt, ja, so gesehen, wirklich noch am Anfang. Wir müssen halt erstmal alles freischalten. Das ist das. So. Irgendwie auf Entfernung, ne? Keine Ahnung, klappt's besser. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Letztes Mal auch, ne? Da haben wir von der alten Base, ne? Von der alten Base hier, die Holzbase, haben wir welche da drüben weggesnackt. Irgendwie auf Entfernung. Ja, ich weiß halt noch nicht wirklich. Das ist das Problem. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Überfälle, ne, überstehen wir irgendwie gut immer. Und manche halt gar nicht. Ich glaube, das ist einer, den könnte man mal wieder gut überstehen. Obwohl ich mich auch schon wieder hier echt dämlich anstelle. Wir bräuchten eine, die irgendwie mehr Schaden macht, ja. Weil wenn man schon so ein scheiß Aim hat, dann sollte zumindest ja. dann soll das zumindest ordentlich hier reinballern, oder? Alter, jetzt, das gibt's ja nicht. Er muss ja jetzt mal umfallen. Ich glaube, jetzt ist er weg, oder? Ja. Ganz ehrlich, ey, ich würde das am liebsten hier aus der Ferne weitermachen, aber... Ach, da schwimmt einer. Da schwimmt einer rum. Ja, wir müssen halt näher ran. Es bleibt mir nichts anderes übrig, wenn man die nicht sieht. Was willst du machen? Oh, da. Ach so, Scheiße, jetzt ehrlich. Ich hab so Schiss.
Ey, wir werden nochmal drauf gehen, oder? Ganz ehrlich, wir werden garantiert nochmal drauf gehen. Und da hoch, mal gucken, ob wir da irgendwie. So, ich hoffe, uns ist jetzt mal keiner hinterher im Moment. Das ist schon mal gut. Also es kommt keiner mit hier hoch. Ey, was ein Arsch. Der haut da Zeug kaputt, der Penner. Sieht er das? Ja, musst du rein. Was willst du machen? Was siehst du denn nicht? Alter, das sind sogar noch zwei. Nee, lass mal gut sein. Oh Gott, jetzt kommen beide auch gleich, weißt du? So, zumindest haben wir sie mal von der Kiste weg. Das ist schon mal gut, oder? Zumindest haben wir sie schon mal von der Kiste weg. Oder auch nicht. Doch, da kommen sie. Na? Na, ihr Vögel, was geht denn? Ey, lasst mal gut sein. Oh Gott. Ey, was ist denn das, Mann? Kann unter Wasser nicht verwendet werden. Das ist ja toll. Da freue ich mich aber. Wir gehen mal auf die Holzbase drauf schnell. Oh mein Gott, ehrlich. Ja, aber halt, ne? Ich will halt erstmal gucken. Eigentlich, dass wir. Okay, den haben wir. Dass wir halt das Technische so ein bisschen haben. So Generator und was weiß ich was. Bevor wir hier in andere Waffen gehen. Aber vielleicht ist auch. Ich glaube, es ist einfach die falsche Herangehensweise gewesen, ne? Ich hätte halt gerne mal jetzt die Stirnlampe zum Beispiel. Na, die haben wir ja eigentlich schon, aber wir können halt die Batterie dafür nicht aufladen. Das ist das Problem. So. Ey, das gibt's doch nicht. Aber die kommen halt auch gleich im. Immer gleich so als ganze Mini-Armee an, weißt du? Das sind die stark, das sind die groß, ja? Alleine trauen die sich nicht, ne? Da wissen die, da gibt's nicht. Da. Doch, der traut sich auch alleine, scheiße. Oh Mann, warte. Komm her, mein Freund, komm. Jetzt bleib doch mal stehen. Lass dich doch mal abschießen. Was ist denn los mit dir, du Arsch, weißt du? Das ist doch nicht fair, oder? Ich bleib auch immer stehen, weil ich irgendwie. Keine Ahnung. Das ist auch im PvP mein Problem, ne? Die Leute machen immer so und hin und her, wa? Und bewegen sich, ja? Keine Ahnung, ich bin da irgendwie zu doof für. Ich vergesse das auch immer, ja? Dann diese Bewegerei. Das ist mir dann auch, aber auch zu blöd, ne? Weil dann treffe ich gar nicht mehr, wenn ich mich, guck mal, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so, oh, links, rechts bewegen würde, dann würde ich ja gar nichts mehr treffen, ja? Treffe ja schon nichts, wenn ich stehen bleibe. Alter, das gibt's nicht. Das sind immer noch mindestens zwei, ja? Weil hier haben wir noch den und irgendeiner scheint noch rumzuschießen in der Armbrust, ja? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir erst mal wieder ein bisschen wegkommen. Ah, Leute. Das ist doch scheiße. So, zack. Da, Mann. Jawohl, er liegt. So, jetzt muss aber irgendwo muss noch einer sein. Warte mal, wir ballern uns mal kurz hier die Erdbeeren. Wird zwar nicht viel bringen. Und Alge brauchen wir drei. Scheiße, drin. Kann man leider kein Heil mit mehr herstellen. So, komm, irgendwo muss ja jetzt noch irgendwo einer sein. Aber wo ist der Arsch? Boah, ich will halt jetzt auch nicht vorgehen, weil ich genau weiß, ich krieg wieder auf die Mütze. Ich habe nicht noch irgendwo so eine Scheiße. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Wo bin ich jetzt? Okay, auf jeden Fall haben wir ihn entdeckt. Das ist schon mal gut. Vielleicht lockt man jetzt aus dem Wasser. Nö. Oh Gott. So, das muss er jetzt mal. Arschloch. Und bewegen. Ich glaube, wir haben. Oh Gott. Ja, also ich sag mal so. War gar nicht mal so gut. So, alles leben schnell. Zack. Oh Gott. Ich sag's euch, Leute. Das ist nicht meins, ehrlich. Ja. Das ist halt wirklich nicht meins. Ihr merkt's. Ja. Diese Rumballerei. Ey, ich bin halt wirklich, ja, ein Mensch, dem liegt das nicht. So, ja. Ich bin auch im realen Leben kein gewalttätiger Mensch. Ich habe da gar keinen Bock drauf, weißt du? Man kann einfach reden. Ne? Aber da haben die keinen Bock drauf. Kannst du machen, was du willst. Ne? So, pass mal auf. Vielleicht mal ein bisschen schnabulieren schnell. Ich hoffe ja, dass jetzt erstmal angriffstechnisch alles vorbei ist. Das wäre super. So. Und wollen wir vielleicht doch. Wollen wir vielleicht doch erstmal die Basisverteidigung ausbauen? Ich glaube, das wäre
nicht dumm, oder? So, komm, wir essen uns erstmal voll. Man da noch leckeres. So, und dann noch ein Gläschen Wasser und ein Tässchen Wasser hinterher. So, da haben wir noch. Ah, sehr gut. Zack. Dann können wir uns nochmal ein Heilmittel bauen. Jawohl. Das sollte das schon mal so ein bisschen Gesundheit wiederbringen. Schauen wir mal, was wir noch, irgendjemanden hüten können hier. So. Ah, ich finde, die Gegner, die man platt gemacht hat, die können ruhig auch angezeigt werden. Und nicht nur so die eigene Leiche. Jawohl, haben wir. So, aber jetzt wird ja hoffentlich für diese Folge dann auch mal Ruhe sein. Also ich würde es mir wünschen. Jawohl, ist sehr schön. Ich würde es mir einfach mega wünschen, wenn hier jetzt mal Ruhe wäre. So. Ich glaube, da liegt keiner mehr irgendwo, oder? Ich weiß, irgendeinen vergesse ich jetzt, bin ich mir sicher. Aber das ist so, ich kann es nicht ändern. Schade. Ich loot gerne. Ja, also ich finde, Loot hat man sich ja auch verdient, oder? So, jetzt haben wir erstmal unseren Leichnam da vorne. Wenigstens haben wir jetzt mal Ruhe. Das ist so schön. So. Warum haben wir hier? Achso. Alles, ne? Also, aber die Knarre ist scheiße, muss man ehrlich sagen. Diese komische Dingsknarre, finde ich, die bringt es irgendwie gar nicht. Keine Ahnung. Also, die ist richtig kacke. So, was brauchen wir denn hier, wenn wir jetzt hier, warte mal, es bringt halt nichts, ne? Ich hätte halt sehr gerne, wie gesagt, erstmal Bandschwere. Okay, dafür brauchen wir mehr Holz, wir haben aber gar kein Holz mehr, scheiße. Wir haben das, also hier Metallschrott haben wir echt massig noch, aber wir haben halt kein Holz mehr. Warte mal. Wenn wir die Insel rennen, was wir noch an Bäume so übrig haben. Wir probieren das einfach jetzt mal mit den Metallschweren. Ob das beim nächsten Angriff dann so ein bisschen mehr bringt vielleicht. Ich hoffe nicht. Und wenn wir einfach so ringsrum diese Metallspeere machen, das müsste es doch eigentlich bringen. Wir haben ja eigentlich aber auch noch hier vorne welche. Ja, aber dafür brauchen wir jetzt die Metall mal leer, um die abzubauen. So, weil da nimmt, muss der ja pro auch mal immer noch ein. Den hab ich das vergessen. Zack. So, das nehmen wir wohl. Sehr schön. So, dann den Anbaum noch umstellen. So. Ja, also wie gesagt, dafür brauchen wir als Inventar ein bisschen freier, weil du brauchst ja dann pro, wenn du die abbaust, ne, brauchst du ja pro, pro Speer quasi ein Slot. Und, ja, wir könnten jetzt 2, 4, 5 Speere mitnehmen, das ist auch Schwachsinn. Damit wir das Abbauen überhaupt starten können. So, komm. Ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich, das bringt ein bisschen was. Ich weiß es nicht. Oh, okay, dann haben wir erst noch ein bisschen Metall. Mann, echt... Ich wollte eigentlich ganz andere Sachen machen, die Folge, aber ihr seht es ja, wir kriegen es so dermaßen auf die Mütze immer. Da bleibt einfach nichts übrig. Als dass wir hier jetzt mal... Ey, ich hoffe, die kommen da dann nicht hoch. Also es wäre super. Ich weiß noch nicht genug. Ach Mann, echt mehr Holz. So, auf die Insel haben wir glaube ich keins mehr jetzt. Da müssten wir... Wahrscheinlich erstmal woanders hin. Und wir können gucken, vielleicht haben wir noch so Stöcke ein paar. Das haben wir schon noch. Also so. Das ist nicht das Zeug, aber ich glaube, jetzt Bäume so richtig zum Fällen. Das sieht ganz schlecht aus. Oh. Und hier noch. Ey, was ein Scheiß, oder? Jetzt mal ehrlich. Was ein Scheiß. So, und hopp, 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 hopp. Dann mal hier rüber. So, man kommt halt auch überhaupt nicht irgendwie zur Ruhe. Das ist so das Problem, finde ich. Also man kommt null zur Ruhe.
So, hier können wir uns ja mal offen lassen, damit wir selbst hier hoch können. Ich hoffe, die sind jetzt von der Wegbindung her nicht so clever, dass die dann auch alle sofort immer da hochhüpfen. Sie brauchen einfach mehr Holz. Das ist gut. Haben da noch Holz drin? Warte mal, die Kiste ist da bestimmt auch noch voll von unterwegs, aber nicht mehr viel Scheiße. So. Bauen. Ja, also so wie wir da Holz haben, muss es hier auf jeden Fall weitergehen. So wie wir wieder Holz am Start haben, muss das Ganze hier weitergehen. So, aber eigentlich zumindest erforschen müssten wir es ja jetzt. Die Wand muss auch wieder rein. So, bauen, machen wir es denn? Wand, und zwar mit Fenster. Ja. Da ist sie drin. Sehr schön. So, So, normalerweise erforschen müssen wir doch jetzt den Generator können, oder? Ja. Plus bauen können wir halt noch nicht, weil dafür fehlen uns jetzt die Metz. Aber zumindest kann man jetzt schon mal erforschen, den kleinen Generator. So, da muss auch nochmal eine Wand wieder rein. Metallwand bauen, jawohl. Auch wieder drin, sehr schön. Und ja, ihr seht selbst, ne? Hier hinten haben wir auch so ein bisschen. Ja. Da sollte man vielleicht auch wieder bauen. So, Glas. Warte, wir bauen Glas. Da ist keins drin. Komm mal um. Das. Da. Oh, und da haben wir auch noch hier für Heilmittel. Sehr schön. Dann nehmen wir uns das auch. Dann haben wir zumindest fast wieder fast volle Gesundheit. So, und jetzt brauchen wir eine Glaswand. Zack. Sehr schön. Wir brauchen Metallwand mit Fenster, Metallwand mit Türrahmen. Und wir brauchen natürlich eine Tür. So, mal gucken, wie lange es hält. Ich glaube, das bald wieder weg, habe ich so das Gefühl. So, da ist die Batterie drin, jawohl. Aber, wie gesagt, ist ja nicht voll. Vielleicht hier vorne auch wieder eine Türe rein. Wäre doch ganz nett. Fühlt man sich ein bisschen sicherer, auch wenn es laut nicht wirklich sicher ist. Oh, was hat man denn hier gekocht? Achso, nichts. Ja, so, ein bisschen was Essen schon reingeschaufelt. So, was kostet es uns denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt ein Ding bauen würden? Ne, ein Generator. Hier. Also, 6 elektronische Teile, 6 Komponenten und so. Oh, warte, nochmal 6-mal Eisen machen. Überhaupt noch. Also, Erz haben wir gar keine mehr. Oben, muss ich mal oben gucken. Wenn die Kisten oben vielleicht noch welche Erze haben. Boah, diese Barren machen dauert halt wirklich ewig, ne? Das ist schon nervig. Ganz ehrlich jetzt. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein Elektroteil. Das ist auch nicht viel. Nee, Erze haben wir gar keine mehr. So, also, Metalldetektor ist wahrscheinlich auch nicht aufgeladen, denke ich mal. Wo war denn der? Vielleicht? Nee, da ist er. Ja, ist auch nicht aufgeladen. Das heißt, für den brauchen wir auch erstmal. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in Erze kommen. Haben wir denn hier in der Nähe und Erze? Das sollten wir jetzt mal kurz rausfinden. Das ist leer. Ich habe halt immer ein Durcheinander. Es ist unglaublich, ja. Ich habe halt immer so einen unglaublichen Durcheinander. Das ist schlimm. Das einfach, ja. Also wie gesagt, hier diese Kackpistole fällt mir gerade ein, weil wir hier, weil ich hier keine Munition hatte. Ey, die kannst du ja so klicken. Oh, Entschuldigung, Nase hat nochmal gejuckt. So, jetzt gehen wir aber runter. Und gucken mal, ob wir hier irgendwelche Erze finden. Würde es toll finden, wenn es so wäre. Ansonsten frage ich mich halt, spawnen diese Erze wohl nach oder nicht? Ja. So, was haben wir?
haben wir denn hier Schönes? Wir gucken mal lang. Das hier ist. Das können Erze sein, oder? Gibt es hier überhaupt unter Wasser? Haben wir unter Wasser schon mal Erze gesehen oder nicht? Ich habe gar keine Ahnung. Ansonsten, wenn wir nochmal auf die Insel fahren, die Radiosenderinsel, da hat man doch die ganzen Erze, ne? Da könnte man denn auch Holz mitnehmen, weil da sind bestimmt die Bäume nachgewachsen. Und das machen wir jetzt. Wir gehen einmal kurz zur Radiosenderinsel und holen uns da so ein bisschen Erz und Holz. Normal müsste das ja nachspawnen, oder? Also ich hoffe. Das geht. Und zack. So, das müsste nicht gut. Das müsste ja eigentlich hier. Das ist nicht. Das ist nicht vorne vielleicht? Ich glaube nicht, oder? Warte gucken. Die Radiosenderinsel, genau. Das sollte die sein. Das sind die unbekannten Ruinen, jawohl. Und das hier sollte die Radiosenderinsel sein. Also die Nase gucken. So. Und das sollte die Radiosenderinsel sein. Boah, Mann, ehrlich, wir kriegen so oft die Mütze die ganze Zeit. Das ist auch wirklich sehr, sehr lang. Ja. Aber so langsam wird's. Nicht wirklich. So, komm. So, Gegner dürfte es ja eigentlich keine mehr geben. Aber hier müssen wir doch zumindest wieder an Erz kommen. So, da vorne, das Schweinchen ist auch wieder gespawnt. Dann können wir da schon mal Essen mitnehmen. Das finde ich gut. Weil, wie gesagt, das spawnt mal wieder. Haben wir schon mal dreimal gegart. Fleisch am Start. Was findet sich hier noch rum? Oh, Kartoffeln ist da. Angelköder. Ja, die können wir auch gleich sammeln. Aber eigentlich nicht wieder ablenken lassen. Oh Mann. Das ist halt auch echt so, diese Ablenkerei. Ja, und wann ziehe ich Horst wieder los? Natürlich, wenn es dunkel ist. Ist ja klar. So, also spawnt denn dieses Erz nach, oder nicht? Scheiße. Aber ganz ehrlich, so Erze und so müsste eigentlich nachspawnen. Oder? Ja, das Kupfer, scheiße. Kupfer brauchen wir gar nicht mehr. Also, wenn die Erze nicht nachspawnen, dann wäre irgendwann irgendwann ja die Map leer und willst nichts mehr bauen, oder? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nachspawnen. Oder ich bin halt schon wieder blind wie so ein Fisch, ne? Oder ich bin halt schon wieder blind wie so ein Fisch. Was ist das? Eisenerz, oh Gott, das ist schon mal gut. Ja, Eisenerz ist halt nicht so auffällig, ne? Vielleicht habe ich deswegen jetzt alles übersehen, müssen wir mal genauer gucken. Weil man sieht ja, das ist bei weitem nicht so auffällig, das Eisenerz. Das ist nix. So, da kriegen wir auch noch mal was weg. So, das ist auch nur ein blöder Stein. Ey, wir brauchen halt echt ein bisschen mehr Eisen. Ja, und ich Vollidiot gehe halt auch wieder im Dunkeln los, weißt du? Wie viel Eisen jetzt haben wir denn jetzt? 6. Also es würde exakt lang. Ja, wir brauchen 6 Waren, wir haben 6 Erz. Ja. Aber ich hätte natürlich schon gern ein bisschen mehr mitgenommen. Das ist ja eigentlich logisch. Gehen wir mal Bäume fällen. Die sehen wir wenigstens. Ja, weil die in den Himmel ragen. So, komm. Dann können wir zumindest Holz für unsere Basisverteidigung mitnehmen, weißt du? Oh, sehr schön, nice. Zacki, zack, weg mit dem Bäumchen. Hacki, hack. Sehr gut, perfekt, nice. Ja, voll. Was haben wir noch? Nehmen wir auch mit. Ja, mich ärgert. Aber hier, das ist alles nur, ne? Alles Stein, oder? Stein. Ärgerlich. Müssen wir echt am Tag nochmal kommen. Das bringt sonst nichts. Alles Stein hier. Und haben irgendwo noch einen Baum? Einen richtigen? Nee, ne?
Das ist nur irgendwelches Gestrüpp, das da oben hängt. Leider nicht. Wir können ja hier den Dings umlegen. Aber mal eine blöde Frage, wenn wir hier dem Kabel jetzt nachgehen würden. Kommen wir da zu Elektroteilen? Oh, scheiße, Leute. Ja, bringt ja nichts. Ich komm zum Schiff. Es ist ja Gott sei Dank. Es ist Gott sei Dank. So, und ab nach Hause. So, die Schiffbrüchigen. Das ist doch gar nicht so weit gewesen. Bildezentrum. Ah, hier ist eine Geschichte. So. Bitte gehen. Ab zu der Insel der Schiffbrüchigen. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall aber noch ein bisschen die Basisverteidigung ausbauen, während wir unser Eisen schmelzen. Ganz klar. Weil wir brauchen ja wieder 6 Eisenwaren jetzt für den Generator. Und das Ganze wird ja leider ein bisschen dauern, bis der, bis das geschmolzen ist. Deswegen, auf jetzt. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Auf, auf. Komm. So. Sind wir gleich da. Ich finde es schon cool, das Game. Ich muss, bei mir ist es persönlich so, ich fühle mich ein bisschen überfordert mit dem ganzen Zeug, das man bauen kann und, und. Ihr merkt das, ne? Ich bin ja eh mal so ein ADHS-Kind, ja? Ich lasse mich von allem ablenken irgendwie, keine Ahnung. Und wenn du dann so viele Sachen bauen kannst und dir auch nichts mehr merken kannst, das ist auch ganz schlimm, ja? Dann hast du echt ein Problem, ja? Und ich finde halt die Überfälle... Boah, dass da immer gleich so viele kommen, das ist halt schon heftig, ne? Gut, man muss dazu sagen, und da bin ich ganz froh drüber, es kommen ja, oh Gott, es kommen ja nicht alle mit Fernwaffen, ne? Dafür bin ich auch sehr dankbar. Also stell dir mal vor, jetzt würden alle auch noch mit Fernwaffen, jetzt würden hier alle auch noch mit Fernwaffen angreifen, oder alle Angreifer eine Fernwaffe haben. Alter, ich würde ja nur noch auf die Mütze fliegen, weißt du? Da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass das Ganze nicht so ist. Nein! Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Waren die vorhin schon weg oder haben die die weggehauen? Nee. Hä? Die waren doch vorher noch da, oder? Das gibt's doch nicht. Ofen. Alter, mein Gott, ehrlich, du kommst einfach nicht vorwärts. So, warte, was brauchen wir noch? Noch ein bisschen Metall. Ey, das... Oh, ich werde irre, ehrlich. Jetzt kann ich mein Holz wieder... Ja, jetzt kann ich mein Holz wieder für die Kacköfen benutzen, die ich brauche. Anstatt für die Basisverteidigung. Alle waren die vorhin schon weg? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Oh Mann. Ach Gott, Wahnsinn, ehrlich. Ja gut, dann halt nochmal Öfen hingestellt, oder? So, was fehlt? Gummi. Alles klar, haben wir bestimmt noch. Haben wir noch ein bisschen Gummi? Haben wir bisher ja kaum verwendet, Gummi, weil, ganz ehrlich, das ist mehr so in den höheren Rezepten, glaub. Und, ey, wir kommen ja zu nix, weißt du? So, erstmal noch einen zweiten Ofen, bevor wir Holz reinschmeißen, bauen. Ja. Aber ich hab doch einen Haufen Gummi. Ne, ist ein Gummi. Doch, das Meer. So, gehen wir nochmal gucken. Gummi. Boah, ich werd verrückt. Ehrlich. Mann! Furchtbar. Versuche ich seit 3 Folgen irgendwie, versuche ich den blöden, das blöde Ladegerät und Generator und, ne, damit wir halt so den Strom ein bisschen im Griff haben, versuche ich glaube ich seit 3 Folgen oder so. Ey, und ich komme einfach nicht vorwärts. Weil ständig halt irgendwas Blödes passiert, irgendein Überfall oder was weiß ich was, Mensch, das ist doch scheiße. So, alles klar. Sehr schön, passt auf jeden Fall. So, aber ich glaube, jetzt hat er Kupfer rein, kann das sein? Hier soll er Eisen reinschmeißen, nicht Kupfer.
So, das schmelzt noch. Das dauert ein bisschen. Meine Güte, Leute. Haben wir denn noch ein bisschen Holz übrig? Natürlich nicht, ja. Ist ja klar. Das haben wir jetzt für die... Scheiße. Ah, ist das frustrierend. Ehrlich jetzt mal. Ohne Witz. Ja. Ich nehme jetzt die Kiste. Und dann hole ich mir zumindest mal... vorne... noch ein paar von... diesen Basisverteidigungen. Ganz ehrlich. So. Weil da haben wir ja noch genug dran. Ey, wie ärgerlich. Das ist echt jetzt. So, können wir hier einpacken? Jawohl. Einpacken, jawohl. Einpacken, jawohl. Einpacken, jawohl. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, 2, 4, 5 können wir noch. So, zack. Boah, was ist das schon? Haben die die vorne alle geploppt oder was? Echt? Ein paar hatte ich auch schon abgebaut. Ah, warte mal, bei der, genau. Lass mal reingehen, weil bei der Hauserweiterung, da musste ich ein paar wegkloppen, die schon dran waren. Und die müssen alle noch irgendwo in der Kiste sein. Hier, guck. Da habe ich noch ein paar. So, zack. Scheiße, Mann. Ja, aber vielleicht unter Umständen bringt es das jetzt, dass die halt nicht mehr so einfach ja, hier, also es wäre schön, wenn es so wäre, ich würde mich sehr, sehr freuen, wir werden es aber halt erst dann beim nächsten Angriff rausfinden und, bin ehrlich, ja, hallo, hey, hallo, oh Gott, Alter. So, wir schubsen das mal weg. So, zack. Aber sollen wir... Hm. Oben oder unten? Verdammt. Guck mal, wir können das oben gar nicht ranmachen. Hier, ja. Was ist das Problem? So, aber die können doch... Also, gucken wir mal hier. Aber, na gut, dann hüpfen die da drüber. Das ist auch scheiße. Aber es geht hier oben nicht ran. Geht er? Ich weiß nicht warum. Ach, Kacke wieder. So, wie gesagt, beim nächsten Angriff werden wir es rausfinden. Eigentlich möchte ich es noch gar nicht rausfinden so schnell. Weil, ja, ich dann halt echt wieder auf die Mütze kriege. Das hier ärgert mich. Das hier. Die werden doch da drüber hüpfen können bestimmt dann, oder? Haben wir eigentlich noch einen Fisch? Fisch abholen können wir noch, oder? Fisch nehmen. Ja, das geht nur einigermaßen. So. Also gut, jetzt hoffen wir halt mal, dass das was bringt, oder? Wenn ich hier jetzt... Ich komm... Gut, okay, ich könnte aber über den Stein reinhüpfen, immer von hier. Das müsste gehen. Das geht, ja. So. Ey, ich habe keine Ahnung, aber hier könnte ich mir halt vorstellen, dass die drüber kommen, oder? Aber ihr seht's ja, ich kann oben keins anbauen. Warum auch immer, es geht mir voll auf den Sack schon wieder. Ey, furchtbar. Mann. So, keine Ahnung, das hängt jetzt auch mal, dass es nicht verloren geht. Auf jeden Fall und das ist aus dem Inventar draußen. So, ich bin mal gespannt beim nächsten Überfall, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Leute, aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich weiß, es war wieder sehr chaotisch und ich habe mich sehr aufgeregt. Das tut mir sehr leid. Wir haben immer noch keinen Generator, aber ich hoffe, in der nächsten Folge werden wir es dann hinkriegen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Toll, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Würde mich mega freuen und teilt das Video sehr gerne. So, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.